Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele heute die Hexer. Und ich spiele mit den Perks den Ruf einer Krankenschwester, Ruin, beobachten und zuschlagen und triff deine Wahl. Außerdem habe ich zwei Addons dabei. Einmal, dass ich meine Fallen ein bisschen schneller legen kann und dass ich mich von einer größeren Distanz aus zu meinen Fallen teleportieren kann. So, und ich bereite wieder mal das Schlachtfeld ein bisschen vor. Vielleicht sollte ich mehr um das Haus drumherum Fallen legen. Ich glaube, da rennen die mehr rum. Bösen Überlebenden. So, hier das Fenster ist, denke ich, auch recht beliebt. Zack. So. Ich schau mal zu dem Gen, aber da sehe ich keine Kolben sich bewegen. Vielleicht hier hinten bei dem. Ja, hier schon eher. Hallo, Mac. Einmal. Der hat auf ihren Sprintboost gewartet, er hat aber nicht genug aufgepasst. Da könnte ich jetzt schön reinlaufen. Beziehungsweise sie ist mir schon reingelaufen. So, ich glaube... Ja, woran lang rennst du? Richtung Haus oder... Richtung Mauerstruktur. Hier habe ich natürlich noch keine Fallen gesetzt. Du hast einen Entscheidungsschlag. Und... Bepp! Habe ich dich... So, passt auf, ich habe eine gute Idee. Ich gehe hier rein. Setze hier eine Falle. Und... Heb sie auf, denn wenn sie durchs Fenster springt... Dann läuft sie in die Falle rein. Das könnte ganz gut sein. Ich weiß nicht, ob es so gut klappt, aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. So, das war der Entscheidungsschlag. Und das war's mit Ruin. Und sie rennt rechts lang, nicht links lang. So viel zu meinen Plänen, Mac. Und runter. Und kein Balanced Landing, denn du hattest, glaube ich, Sprintboost. Hatten wir zumindest gesagt, dass du das hast. Und wehe, du hast das dann nicht. Und hab ich dich. So, Ruin ist weg. Und jetzt kommt erst die erste an den Haken. Naja, wenigstens hat sie uns ein bisschen Zeit geschenkt. Der erste Generator. Okay, zwei Generatoren schon gemacht. Die kommt hier hinten an ihren Generator, wo sie dran war. Zack. Hier trete ich gegen. Und setze eine Falle hier hin. So, und hoffe, dass sie da reinlaufen. Ende. So, dann vielleicht noch hier eine Falle hin bei der Palette. Und dann meine Generatoren sichern. Welche Generatoren wären gut? Vielleicht der hier noch in der Ecke? Und der dort hinten? Die sind alle drei relativ nah beieinander. So, ich setze einfach mal eine Falle hier hin. Dann eine Falle bei dem dorthin. So wie markiert, markiert. Oh, da wurde gerettet. Gute Überlebende. Heilt ihr euch auch direkt? Ja, das macht ihr. Nicht so gute Überlebende. Fehler. Die Claudette rastet übelst aus. Hab ich dich. Triff deine Wahl, Liebes. Triff deine Wahl. So, die Mac lasse ich dort erstmal. Na gut. Ich bin halt dann auf die Claudette gegangen, aber war halt ein bisschen blöd, dass die sich dort geheilt haben direkt. So, hier setze ich eine Falle hin. Jetzt hinten hat es an einem Generator gekracht. Warte mal, wo ist die Mac hin? Ach hier, okay. Komm, du kommst auch mal schnell auf die Schulter. Die haben zwei Generatoren gemacht, da kann ich auch mal schnell drei Haken machen. Wenn ihr so spielt, spiele ich auch so. Nein, Spaß. So, du kommst jetzt nach hier hinten. Wurde da dran gearbeitet? Ja, Tatsache. Ist sogar ziemlich weit. So, da wurde gerettet. Aber ich will jetzt nicht die Claudette, sondern ich will die Mac. Claudette, komm, block sie, block sie, block sie, block sie. Ja, du gehst durchs Fenster, Mac muss anders laufen. Triff deine Wahl, Mac. Triff sie! Und was macht Claudette? Wieso hält die sich denn da? Hab ich dich auch. Ja, tut mir leid, das hättest du nicht machen sollen. Und dort hinten wurden auch wieder Fallen getriggert. So, du kommst hier an den Haken, zack. Ich setze hier auch nochmal eine Falle hin. Dann hole ich mir die Claudette. Ach, ich weiß nicht. Die sind halt... Das haben die ein bisschen ungeschickt gemacht, muss ich sagen. Die sind beide in dieselbe Richtung gelaufen. Und dadurch konnte ich halt easy zwei Leute mit einmal verfolgen. Und hatte überhaupt keine Probleme. So, du kommst jetzt auch nach hier hinten. Schön in die Ecke. Da wurde gerettet. Eine Falle ausgelöst. So, wo lang seid ihr gerannt?
Dort unten lang, Mac. Ach, Mann. Kann ich denn nicht einmal den Retter haben? Oh, gut gemacht. Jetzt aber wenigstens die Palette aus dem Spiel. So, passt auf. Ich jag jetzt nicht weiter der Mac nach. Oh, die hat sich sterben lassen. Okay, das gibt mir jetzt... Das ist gut für mich. Mehr Zeit. Hier ist jemand langgerannt. Okay. Damit hatte ich nicht gerechnet, Mac. Da macht jemand auf sich aufmerksam. So, hallo, anderer Mac. Das war unvorsichtig, meine Liebe. Dreieck gemalt. Habe ich dich? Ja, auf der anderen Seite ist eine Falle, meine Liebe. Komm her. Zack. So, und du kommst wieder hier schön in die Ecke. Die Ecke ist ganz gut, da kommen die Überlebenden nicht so schnell weg. Ich kann schnell weggehen, bekomme, trifft deine Wahl. Wenn die Überlebenden retten, sind sie alle hier in diesem Gebiet etwa. Und ich kann dann schön aufräumen. So, Falle gesetzt. Du hängst zum ersten Mal. Dann war jeder, glaube ich, schon mal am Haken. Wobei, ich habe jetzt... Ich habe eigentlich nie so richtig den Überblick, wie oft jetzt jemand am Haken hing. So. Ist immer beim Schwein ein bisschen blöd, wenn ich dann einen Überlebenden doppelt trappe, der schon eine Falle auf dem Kopf hat. Okay, ich war weit genug weg. Ich war weit genug weg für trifft deine Wahl. Dort hinten heilt sich erstmal die eine. Das ist ein Fehler. Nicht vor meiner Nase heilen. Hab ich dich. So, wieso ist die Kamera so nah dran? Du kommst jetzt hier hin. Zack. Und bist tot. Und da ist die andere. Ja, ich hätte jetzt nicht unbedingt die niederschlagen müssen, aber ich meine, kommt schon. Wenn hinter einem Baum irgendein Überlebender versucht, sich zu heilen und da halt nichts in der Nähe ist, dann ist halt ein schneller Linksklick, ne? Ich bin Killer, ich nutze meine Maus zum Schlagen. Ich mache einen Linksklick. Zack. Falle gesetzt und weiter geht's. Ich denke, ich trap jetzt auch ein bisschen das Haus. So. Och, dort ganz hinten am Hintern? Von der Map? In welche du läufst nach rechts, okay. Die Raben dort sind immer noch, die sitzen noch, die sind nicht aufgeflogen. Das heißt, du bist hier noch. Und das war die letzte, okay. Mensch, könnte man schon fast eiserne Jungfrau mitnehmen, so oft wie die hier in die Schränke gehen. Du kommst jetzt nach hier hinten an den Haken. Die andere verendet dort hinten auch. Und das war's mit den Überlebenden. Die Hexe hat zugeschlagen. So. Ich finde, durch Ruf einer Krankenschwester, das ist ein ziemlich gutes Perk, zumindest zu dem Bild, den ich habe. Die Hexe hat nämlich einen Terrorradius von 24 Metern. Durch Beobachten und Zuschlagen wird der Terrorradius, wenn ich nicht in der Jagd bin, nochmal um 8 Meter verkleinert. Das heißt, na, rechnet, ja, 16 Meter. Und Ruf einer Krankenschwester hat den Effekt, dass ich im Umkreis von 28 Metern zu mir die Augen von dem heilenden Überlebenden sehe. Das heißt, ich kann ziemlich nah rankommen, bevor sie überhaupt Herzschlag hören. Und dann kann ich gut zuschlagen. So. Ist auch ganz gut gewesen, dass das sich alles so in dem Gebiet dort hinten abgespielt hat. Da waren nämlich überall dann meine Fallen. So. Die haben trotzdem ganz gut gespielt, denke ich. Good game. So. Punkte gab es ordentlich. Kein Double Pip, was hätte ich mehr machen müssen? Ich hätte länger die Generatoren halten sollen. Ich hätte mehr verletzen müssen und mehr jagen sollen. So, das waren meine Punkte. Und das waren unsere Überlebenden. Na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!